Photoshop Fix ist ein sehr mächtiges, gleichzeitig aber auch einfaches Werkzeug, um Fotos zu optimieren, um nicht zu sagen zu manipulieren. Speziell für Gesichter ist es geeignet, du kannst da die Bilder doch sehr markant verändern, wie du sehen wirst. Ich öffne mal ein Bild von meinem iPad. Hier habe ich eines von einer jungen Frau. Da sieht man, es hat ein paar Hautunreinheiten, die aber eigentlich gar nicht so störend sind. Trotzdem möchte ich von diesem Bild mal ausgehen, um zu zeigen, welche enormen Möglichkeiten man mit digitaler Bildbearbeitung mittlerweile hat. Zunächst einmal passe ich das Bild einfach generell etwas an, indem ich zum Beispiel die Belichtung etwas anpasse, also es deutlich heller und von dem her frischer mache, den Kontrast vielleicht etwas erhöhe. Allenfalls könnte man die Temperatur noch anpassen, natürlich eher in Richtung warm. Wenn starke Schatten da sind, könnte man die noch etwas aufhellen, ohne dass es dann zu dumpf oder blass wird. Und mit einem Tipp auf den Haken, ganz rechts unten, wird das übernommen. Als nächstes jetzt mal so ein bisschen diese Hautunreinheiten. Generell kann man das machen über Glätten, hier mit diesem Tropfensymbol. Ich kann da ganz gezielt einzelne Bereiche glätten. Eindrücklicher ist, wenn ich Gesicht wähle. Photoshop Fix erkennt automatisch die Gesichtszüge und versucht es möglichst einheitlich zu glätten. Natürlich habe ich da jetzt immer noch einzelne Stellen, die da nicht erfasst wurden. Ich bestätige mit dem Haken erneut und gehe da zu Reparatur mit diesem Pflastersymbol und da kann ich jetzt ganz gezielt einzelne Flecken noch wegtupfen. Du siehst, anschließend habe ich eine absolut makellose Haut, die in diesem Fall aber schon fast unnatürlich wirkt. Ja, da ist ein bisschen Experimentieren gefragt. Übrigens, immer wenn du so gezielt arbeitest, kannst du hier die Größe mit nach oben oder unten wischen, anpassen und auch die Härte des Pinsels. So wird es ganz weich und so hätte es dann eine scharfe Kante. Und zu guter Letzt, hier kannst du alle Bereiche, in denen du gearbeitet hast, einblenden lassen. Also wieder Haken, um das zu bestätigen. Dann wählen wir das Licht. Hier kann ich zum Beispiel gewisse Bereiche noch aufhellen. Ich nehme mal die Augen etwas. Vielleicht hier muss ich jetzt die Größe etwas anpassen. Nochmals etwas in das Auge, in das zweite ebenfalls reintippen. Dann diese extrem starken Schatten, da wähle ich eine ganz schwache Deckkraft, damit dieses Aufhellen nicht zu stark wird und helle jetzt diese Schatten hier unten etwas auf, auch entlang der Nase, vielleicht etwa so und auch hier um die Augen herum diese Schatten noch etwas aufhellen, damit es nicht so düster wirkt. Genauso kannst du auch gewisse Stellen abdunkeln, wenn du das willst. Und wenn es jetzt zu stark ist, so kannst du ganz oben links das Vorher-Nachher anzeigen und noch weiter außen links oben kannst du die Deckkraft ändern, also das etwas weniger stark machen. Vielleicht etwa so. Genauso könntest du noch die Farbe ändern, also zum Beispiel die Lippen etwas roter machen und so weiter. Der letzte Befehl, den ich dir zeigen möchte, ist Verflüssigen. Du siehst, er hat automatisch das Auge erkannt und wenn du jetzt auf das Auge tippst, so kannst du auf diese beiden Augen Einfluss nehmen, indem du zum Beispiel
die Größe mit einem Wisch nach oben anpasst. Du kannst die Neigung etwas ändern, die Lage der Augen, die Höhe, ebenso die Breite allenfalls und der Abstand, wenn du das willst. Genauso die Nase, die kannst du in die Länge ziehen oder etwas kürzer machen, etwas schmaler. Die Lippen natürlich, die Oberlippe etwas voller, genauso wie die Unterlippe. Du kannst es etwas mehr in die Breite ziehen, so ein Schmollmund. Genauso die Höhe, jetzt hat sie einen wesentlich sinnlicheren Mund und den kannst du noch leicht zu einem Lächeln krümmen. Und zu guter Letzt noch so die Gesichtskontur. Da kannst du die Wangen leicht nach oben schieben, das Kinn etwas markanter machen und vielleicht den Kiefer etwas schmaler. Und wenn wir hier wieder vorher nachher einblenden, so siehst du, hat sich das Gesicht schon merklich geändert. Natürlich könntest du das auch verwenden, um eine Karikatur zu machen. Ich bestätige das mal und gehe gleich nochmals zurück. Mit Krümmung kannst du zum Beispiel da das Bild völlig verzerren. Das ist natürlich auch lustig, aber es ist deutlich schwieriger, dann etwas ganz gezielt und vor allem hübscher zu gestalten. Da breche ich jetzt wieder ab mit einem Tipp auf das X. Ich verlasse nun dieses Bild bzw. ich speichere es ab über das Teilen-Symbol in Filmrolle speichern und wenn ich nun in die Fotos gehe, so habe ich hier ein Vorher-Nachher-Bild. Ja, und damit wünsche ich dir natürlich viel Spaß und viel Erfolg bei deinen eigenen Manipulationen. Bitte denk daran, dass du das sehr bewusst machst und vor allem, wenn du Bilder von anderen Menschen manipulierst, da musst du immer ihr Einverständnis einholen. Das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit.